Wir haben vor 2 Jahren mit dem Bürgerbegehren Viva Victoria den Bau einer Shopping Mall hier im Victoria-Viertel verhindert. Und wir haben auch den weitgehenden Abriss dieses Viertels verhindert. In Bonn mangelt es an Wohnraum, vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Wir sagen, Wohnen darf kein Privileg der Reichen sein, auch in der Bonner Innenstadt nicht. Das Besondere an unseren Gewerbebetrieben hier im Victoria-Viertel ist, dass wir sehr vielen lokalen und inhabergeführten Einzelhandel haben und Gastronomie. Wir haben das Gefühl, dass hier in dem Victoria-Viertel mit so vielen lebendigen Initiativen und so vielen engagierten Bürgern wir eine große Chance haben, gemeinsam darüber zu diskutieren, was können wir tun, damit dieses Viertel wirklich nachhaltig und zukunftsfähig wird. Im Sinne einer Erhaltung der Erde und nicht im Sinne einer Ausbeutung und eines Verkaufs der Erde. Seit Anfang des Jahres gibt es eine Bürgerwerkstatt, die sich mit der Zukunft des Victoria-Viertels beschäftigt, und die kommt jetzt im Herbst-Winter 2017 in ihre heiße Phase. Wir plädieren dafür, das Victoria-Viertel als ein Bindeglied zwischen Bonner Innenstadt auf der einen Seite und Hofgarten-Universität auf der anderen Seite zu sehen. Also als ein eigenständiges Viertel mit einem eigenständigen Charakter und einem eigenständigen Potenzial. Und wir möchten, dass in Zukunft diese Eigenständigkeit auch weiterentwickelt wird. Was das bedeutet, kann man sehr schön sehen am Beispiel der Fiesta Victoria, die bisher 3-mal hier im Victoria-Viertel stattgefunden hat, wo eine unendlich starke Lebendigkeit zum Ausdruck gekommen ist, die wir in Bonn bisher so in dieser Form noch nicht haben. Im Victoria-Viertel leben wir hier mit über 150 Menschen. Alleinerziehende Menschen mit Wohnberechtigungsschein, Familien, Studierende, Rentnerinnen und Geflüchtete, die hier eben diese Möglichkeit haben, zentral zu leben und eben bezahlbar wohnen zu können. Deswegen fordern wir vom Nachbarschaftsverein Victoria-Viertel, dass genau diese Wohnung für diese Menschen erhalten bleibt. Eine großflächige Überbauung des Viertels würde unsere Geschäftsgrundlage zerstören. Viele Inhaber müssten ihre Ladenlokale verlassen. Die anderen würden unter der jahrelangen Baustellensituation stark leiden. Und später die zu erwartenden teuren Mieten wären für uns nicht mehr zu bezahlen. Deswegen fordern wir eine behutsame Weiterentwicklung des Viertels unter Berücksichtigung der dort ansässigen lokalen Gewerbetreibenden. Und ich wünsche mir, dass tatsächlich die Stadtverordneten, die Architekten, die Bürger, die Initiativen gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir den Prozess der Nachhaltigkeit in der Nachhaltigkeitsstadt Bonn am Beispiel dieses Viertels so gestalten, dass wir alle stolz drauf sind und dass wir nachher sagen können, ja, es war ein super Versuch und wir sind auf dem richtigen Weg. Wir bleiben alle. Victoria bleibt Viertel. Viva Victoria, Victoria bleibt Viertel.